Square Enix. Eidos. IO Interactive. Kane & Lynch 2. Dog Days. Shanghai, zwei Tage früher. Hello? Hey, hon. You back home? Okay. No, I'm still waiting for Kane. Yeah. Yeah, it'll be good to see him again. It's been a long time. Look, I'll call you later. We'll eat all three. Yeah, you too, babe. Bye. Oh, Sue. Shit. Kane, welcome to Shanghai. Long fucking flight, huh? Good to see you. Been a while. How you been? Well, here, let me get that. I'm fine. It's okay. It was supposed to be picked up by... Glazer. Yeah, we're seeing him tomorrow. That's good. A few things I'd like to go through with him. Yeah. But this way. You know, I see a few problems with the deal that need to be looked at. Sure. How's your daughter? She's fine. I mean, after what she went through, I said she's fine, okay? Don't start fucking around. Okay, I'm sorry. It's going down Thursday morning. Glazer picks us up tomorrow for briefing. That's good. Where am I staying? I'll take you to your hotel. I just gotta do this one thing. I need to talk to this guy in here and send him a message. Huh? Yeah, he's been talking too much. Okay, so when we're done playing gangster, I want to go to my hotel. Yeah, sure. Okay, we're here. Listen, this guy is small fish. Just need to talk, give him a piece of my mind, and we're gone, okay? But be careful. This is mob turf. It's a shithole. Now, where does he live? Ja, und somit herzlich willkommen zu Kane & Lynch 2 Dog Days. Ich habe den ersten Teil endlich mal gespielt und fand ihn ziemlich gut. Von daher möchte ich gerne noch Kane & Lynch 2 anschauen. Wer hätte es gedacht? Allerdings vorab zu sagen ist, dass das Spiel, wie auch Kane & Lynch 1, ziemlich alt ist und daher ein paar Fehler hat und genau dieser Titel hier, der zweite Teil, ziemlich doof zum Aufnehmen ist, denn irgendwie funktioniert das Ganze nicht mit meinem zweiten Monitor, also sprich, ich habe keine Ahnung, wie es bei OBS aussieht, ob es flüssig läuft oder nicht und ja, das ist ein bisschen doof. Denn das Spiel hat ein paar Schwierigkeiten, was Aufnahmen angeht, denn eigentlich läuft es flüssig bei mir, aber in der Aufnahme kann es vielleicht möglicherweise manchmal sein, dass es ja nicht flüssig läuft. Dann tut es mir ziemlich leid dafür, wie gesagt, ich kann es nicht kontrollieren, aber ich würde sagen, das hält uns jetzt nicht davon ab, das Spiel hier mal anzuschauen. Present hold set, turn camera towards point of interest. Up there. Auch die Kameraführung ziemlich interessant, das Ganze. Okay, ready? We kick down the door, taken by surprise. Wird ja irgendwie. Ja.
vom Kameramann begleitet, könnte man sagen. Und deshalb auch diese shaky Kamera und zensierte Sachen. Mal schauen, ich bin gespannt. Little get back! The hell is this? Well, I'll be damned! Hey! Put down your gun! You hear me? Son of a bitch! Here, take this! You're kidding! Just in case! Ah, we gotta catch him! Come on! Take off. I don't want him to be- I just wanna talk! Back off! Find cover! Das Einzige, was mir schon mal beim Anspielen aufgefallen ist, dass die Kamera doch manchmal ein bisschen zu sehr wackelt, also wirklich sehr extrem ist. Come back here! Brady, goddammit! Shit! Through here! Don't mind us. Is there a back way in here? Beats way! Shit! Man, I'm a mess! The fucker's got backup! Right! The gloves off! You're getting me mad now, Brady! Shoot Spiel. Those fucking punks, Kate! But lay off Brady! You'll have to do better than that, you little shit! Get back here! Come on, Kate, this way! Who's the girl he's dragging with him? I don't know. Don't care. Denn die Kamera kann schon fast ein bisschen Motion Sickness auslösen, finde ich. Schlimmer als in VR, ehrlich gesagt. Weil es wirklich sehr extrem shaking ist. Out of my way! Brady! Lynch! Lynch! Ja, komm! What the fuck is your problem? Where'd he go? Went down the stairs. Let's go. Jesus, man. Get moving. Get down. Get down. Holy shit. Christ. Wieder hier das Gun Game Gameplay. Schön unsicher und ziemlich scheiße im Zielen. Aber ich habe gelesen, das soll extra so sein. Denn das so ein bisschen so aufzeigen, dass wir hier im Stress sind und dass es eben shaky ist. Und daher. We're coming! What's so important about this guy? Nothing. It's the principle. Komm schon. Noch jemand am Leben? Nope. Bin er there he is! Wieder ein bisschen Munition. This is a fucking mess. Where'd he go? Saw him further down. What the fuck, Lynch? I thought you said this was gonna be a breeze. Come on. Ist es ja auch. He's got the whole city on our back. Like I said, mob turf. Down there, to the left. Watch out! Junge, kommt da viele. Hat ein bisschen Vibes von Sleeping Dogs gerade.
mit dieser Stadt hier und dem Markt. Wo kommt der denn jetzt bitte? What the fuck? Grab a gas canister. Nice. Fuck! Gibt's doch einen Kanister? Ja, gibt's. War das scheiße geschossen? Geworfen, was auch immer. Come. Let's teach the little bastard a lesson. Come on. Hey. Good. We got him. He's trapped. He ain't going nowhere. Just tell me, and I'll put a fucking bullet in him. Oh shit. Okay. You done? Now come on. Let's talk. Hey. Relax. Was? No. Alter. What just happened? Did he just... What the fuck just happened? You just shot his girl, Kane. The fuck I did? Yeah. Let's get your luggage. Shit. I gotta think up some story to tell Glazer.